fürchte wohl, dass du in Overlook nach dem Rechten siehst. Vielleicht kannst du den Leuten dort helfen oder so. Die Bewohner wurden nach dem Ausbruch des Schädelfrosts in ihre Häuser gesperrt. Jede wette, dass sie deine Hilfe brauchen. Nach Echos suchen und sie in Overlook. In Overlook vielleicht. Alles klar. Level 23. Ja, ne? Merkst du auch voll. Ja. Also ich hab schon wieder geskillt, ne? Ja, ich halt. Auf! Noch mehr Live-Regie! Was meintest du? So. Soll ich eine Quest annehmen hier? Hallo, angesichts der Art, wie du diese Roboter entsorgt hast, dachten wir Bewohner von Overlook, ob du uns vielleicht an die Hand gehen könntest, sozusagen. Ist das eine Einladung zum gemeinsam masturbieren? Ausgezeichnet. Also, der erste Punkt auf der Agenda, wir sterben alle an einer Gehirnkrankheit. Wenn du uns 3 Chargen Medikamente besorgen könntest, würden wir überleben, was es mir ermöglichen würde, dich zu entlohnen. Unsere Medikamentenmaschine braucht eine neue Batterie. Steig Achtung, bitte die Leiter zur Turmuhr hinauf und entnimm die Batterie der Uhr. Ist dies eine Metapher? Zeit gegen Leben? Ich bin zu bescheuert, eine Leiter hochzugehen. Geiler Arsch. Danke, ich weiß. Ja, du bist inkompetent. Ah, damit habe ich mich schon abgefunden. Hallo, sammel ein! Verdammt, irgend so ein Volltrottel hat die Turmuhr geschottet. Woher soll ich jetzt wissen, wie spät es ist? Du hast die Batterie gefunden. Leg sie in unsere Medizinmaschine ein und kauf uns Arzneien gegen Schädelfrost. Bitte. Danke, aber wir brauchen noch 2 Chargen. Die nächste führt ein Hyperion-Materialoffizier mit sich, der in den Highlands herumreist. Besorgt die Arznei von ihm. Ohne seine Wachleute macht dir der Materialoffizier sicher einen guten Preis für die Medizin. Ich schlage vor, du killst sie. Freundlich, wenn möglich. Wir sind doch immer freundlich. Du killst sie. Freundlich. Wo ist der Hauptmongo? Da, Fahrzeug! Und Lümmel schon, er hat einen. Ich glaube, gäbe es in Borderlands Fallschaden, wären wir alle ziemlich gefickt. Oh ja. Würde glaube ich nur halb so viel Spaß machen. Hier muss eigentlich auch der Rocket. Ne, Rocket Jump ist nicht möglich. Schade. Bitch, ich fahr. Sag mir den Weg an. Umdrehen. Links, den Weg rechts, den Weg folgen. Wo jetzt links oder rechts? Umdrehen. Ja, jetzt. Oh, der Straße folgen. Das sollst sogar du nicht verscheißen können. Gekillt. Wow. Das war Glück. Eine gute Wahl. Super. Du bist sehr effizient. Das imponiert mir. Die letzte Charge sollte per Schiff geliefert werden, aber wir haben den Kontakt verloren. Finde sie. Bitte. Die Stimme von Lilly. Nicht wirklich. Oder von Lilly aus Ding aus Hammer. Ja. Ein bisschen könnte hinkommen, ja? Fahr du Mongo, soll ich fahren? Warte. Geld. Ey! Nein, warte! Wohin? Geradeaus den Weg, einfach den Weg, der Straße folgen. Einmal durch die Straße folgen, kannst nichts falsch machen.
sichere den Weg mit billigen Geschossen. Du wirfst deine Mutter? Und dein. Denkst du, was ich denke? Nee, grad nicht. Ach fuck, da kann man nicht drüber jumpen. Warte, ist ein Fall. Du bist ein Mongo, Nico, ernsthaft. Ja, wir müssen dem Weg folgen, ist das passend, oder? Sollen wir hier runterspringen? Machst du? Ich park ein. Vollidiot! Ja. Wo sind die Viecher? Thresher, sei vorsichtig. Du hast alle drei Chargen der Arznei besorgt. Effizient, sehr effizient. Und nun verteile die Medizin bitte in der Stadt. Ich würde es selbst machen, aber Hyperion mag es nicht, wenn wir unsere Häuser verlassen. Ich hau mal ab, ne? Die Karre geht nicht gleich hoch. Wir müssen. Zurück. Ja, falsche Richtung. Ja, da lang. Unsere Karre brennt ein bisschen. Läuft bei dir. Wir leben hatten die Karre, ey. 8000. Kommt doch sicher irgendwie rüber. Viel Spaß schon mal beim Suchen. Ich loote erstmal. Katz? Wetten, hier kann man cutten? Spielst du doch schon Borderlands Adventure, man. So ein Mongo. Besten Dank. Scheiß Höhlenmenschen, ey. Wetter ist ein Dorf voller so Kellerkinder. Leck mich, du kannst mir so viel Medizin bringen, wie du willst. Für mich bleibst du trotzdem ein Skaglutscher. Sorry wegen Dave. Er ist... Wir versuchen nicht mit ihm zu sprechen. Komm zurück und hol dir deine vereinbarte Belohnung. Jetzt, da unsere Gehirne nicht von innen heraus verfaulen werden, kommen wir zu Punkt 2. Gott, ist die hässlich. Revolte. Karima? Wenn wir die Herrschaft Hyperions abschütteln wollen, ja, braucht die Stadt einen Schild wie Sanctuary, um sich vor den Moonshot-Blitzen zu schützen. Wenn du der Stadt ein paar Schilde spendieren könntest, könnte ich sie zerlegen und daraus uns einen Schild bauen. Ich habe erst alle verkauft. Auch keine. Wirf einfach Schilde, die du nicht mehr brauchst, in den Grinder. No Whisper Target found. Hyperion gratuliert Harriet Levis zur Geburt ihrer Zwillinge und wünscht ein glückliches Händchen bei der Wahl des zu behandelnden Babys. Yep. Kauf schon endlich eine Waffe! Ist ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Ihr habt keine Schilde. Oh, juckelt, ey. Ich geh mal looten. Ja, würde ich sagen, wir gehen kurz nach Sanctuary, kaufen ein paar Schilde und dann zurück. Ja, mach es mal kurz. Machst du? Hier gibt's für jeden die richtige Karre. Warte mal kurz, nee, warte. Ich glaube, Schilde kriegst du ja schneller. Da hinten hat's mich so eine Ding. Ja gut, dann hol einfach mal die Schilde. Schildern hier und Randale. Randale mit einer Sandale. Randale.
Wir machen Randale mit Asandale. Ich werbe mich am Feuer. Auf ganz legale Art und Weise. Wir beschmeißen dich mit Scheiße. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Ey. Ah, Mann. Da ist mein Reim sogar besser. Ich weiß genau, welchen Reim ich meine. No whisper target found. Hab die Schilde. 5 Stück? Ne, weiß ich bring 4 mit, dass du nochmal loslaufen darfst. Oh fuck! Die Karre steckt fest. Ah, doch nicht. Ich bin neben der Brücke entlang gefahren. Du miese kleine Nutte, mach mir Tee mit Hagebutte. Oh nee, ey. Boah, das ist so mega scheiße, was du da machst, ey. Alter, Vater. Wie kommst du auf Hagebutte? Ja, Nutte, Hagebutte, reimt sich halt. Achtung, Einwohner von Overlook. Sie sind willkommen. Ey, Nico, spring mal da rein. Stellst dich rein und ich werfe ein Schild rein, okay? Sterbe ich. Keine Ahnung, versuch's mal. Genau so. Noch ein paar Schilde, dann kann ich aus den Teilen einen Verteidigungsschild bauen. Da passiert nichts. Ich war mal Computertechnikerin. Danke für das... Karima, du kannst uns kein so ein Techno-Schild-Dings bauen. Du bist eine Frau. Wenn die Stadt jemand bräuchte, der uns Sandwiches macht, dann würden wir dich rufen. Dein Feedback wird dankbar... Ihr werdet euch alle selbst in die Luft jagen. Hört lieber auf. Danke für diesen Beitrag, Dave. Overlooks Schild ist fertig und ich hätte gern, dass du mir hilfst, ihn zu testen. Begib dich zu dem Hyperion Außenposten in der Nähe und geh dort zu der Mörserkanone auf der Abschussrampe. Hey Karima, weißt du, was noch besser ist als ein funktionierender Schild? Keine Frau zu sein. Oh mein Gott, Schnauze, Dave! Ich liebe mein Fahrskill. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ah, da oben ist er. Warte. Nein, dreh um. Das ist er doch. Nein. Nicht? Nein. Ja, da lang, links. Runtergefahren, ne? Nein. Mongo, Alter. Da kommen wir nicht hoch. Kümmere dich mal um die Viecher. Oh, da ist eine Waffenkiste drinne. Oh, machen die Viecher Damage. Ich glaube, wir haben ein bisschen Boss gefunden und sowas in die Richtung. Willst du kurz mal beleben? Ich muss kurz den Flasher fertig machen. Beleb mich. Beleb mich. Hallo. Belebt mich. Ich lebe wieder. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Ja, du stinkst. Mein Loot. Hast du immer rummeckern, wenn jemand anderes den Loot so schnell wegnimmt? Wo ist unsere Karre hin? Alter, wir fliegen bitte hier. Nee, ich bin anfassbar. Wie kommt man da hoch? Da hinten.
Da ist eine Treppe. Pass auf, hier gibt's ein paar von den Viechern. Ein paar. Alter, voll Slalom.